Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie nach der langen Sommerpause zur zweiten Staffel meines Literaturkanals Zeichensetzung. Einmal pro Woche will ich Ihnen wieder Literatur vorstellen, Stellung beziehen zur Literatur und diesmal wird es vor allem sein die Literatur der Moderne. Ich will Ihnen Gedichte interpretieren, über Romane sprechen, Erzählungen analysieren und das, was mir wichtig ist, so gut wie möglich Ihnen vermitteln. Wie gesagt, dieses Mal wird es ein Jahr lang um Literatur gehen, die nach 1945 erschienen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich werde europäische Literatur vorwiegend behandeln, aber auch nordamerikanische, südamerikanische Literatur, Literatur aus den arabischen Ländern, aus den asiatischen Ländern. Ich werde Ihnen einen wunderbaren Roman aus dem Oman vorstellen, Erzählungen aus der Türkei, Gedichte und Texte aus den Niederlanden, aus Polen, aus England, aus Frankreich, aus Afrika, ganz verschiedene Texte und Romane. Es handelt sich immer um Literatur, die mir wichtig ist. Literatur, die ich bekommen habe über Freundinnen und Freunde, die mir Tipps gegeben haben. Und selbstverständlich die meisten Literaturbeispiele, die ich Ihnen vorstellen werde, stammen aus den Fachzeitschriften, über die ich eben auf Sie aufmerksam geworden bin. Diese Texte will ich Ihnen näher bringen und Ihnen meine Sicht auf sie zeigen. Durch das Ganze wird wie im letzten Jahr ein roter Faden führen. Letztes Jahr war der rote Faden der Prototyp des europäischen Romans, ein spätantiker Roman von Heliodor, Die Abenteuer der schönen Chariclia. In diesem Jahr wird es ein Text sein des französischen Literaturkritikers Roland Barthes. Roland Barthes hat 1977 ein kleines Büchlein veröffentlicht, Fragment d'un discours amoureux, Fragmente einer Sprache der Liebe. Und in diesem Büchlein geht es um die Liebe als eines existenziellen Gefühls, das nur ein Du und ein Ich kennt, und darum, wie über dieses Gefühl gesprochen wird, um die Sprache der Liebe, wie sie sich im Alltag zeigt, wie sie sich in der Literatur zeigt, in Texten aller Art. Und in diesem kleinen Büchlein hat Roland Barthes auch einen Ritt durch die europäische Literaturgeschichte gemacht. Und auch ich will einen Parcoursritt durch die Literaturgeschichte immer wieder ansatzweise machen. Ich werde auch auf mittelalterliche Literatur einmal kurz zu sprechen kommen. Und das wird sozusagen der rote Faden sein durch viele unterschiedliche Literaturbeispiele, die ich Ihnen näher bringen will. Beginnen will ich die neue Season mit der Eröffnungsrede zum diesjährigen Bachmann Literaturpreis in Klagenfurt. Und diese Rede hat ein junger österreichischer Schriftsteller gehalten, Clemens J. Setz. Clemens J. Setz ist 1982 geboren, er ist noch sehr jung und hat mit dieser Rede Furore gemacht. Und in dieser Rede ging es eigentlich in erster Linie um den Autor, den modernen Autor in der modernen Welt, um seine Funktion und seine Stellung in der Gesellschaft. In einer modernen Welt, die immer weniger zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden weiß. In einer Welt, in der Fake News
Tagesgespräch sind. Wir sprechen wissenschaftlich gesehen von den sogenannten Narrativen. Gesellschaften, die sich Narrative, Erzählungen machen über sich selbst, über das, wie sie sind, über ihre Identität. Und damit sind wir eben eigentlich bei einem Thema, was ganz stark auch die Literatur betrifft, die ja nichts anderes tut, als Geschichten zu erzählen. Und so wird es in dieser neuen Staffel, um die Literatur der Welt gehen, in der wir heute leben und die auf ganz seltsame Art und Weise auch mit den alten Vorstellungen von Welt und Literatur Schluss macht. In der ersten Sitzung kommt also die Bachmann-Rede dran und in der Sitzung darauf werde ich eine Einführung in dieses kleine Büchlein von Roland Barthes geben, in die Fragmente einer Sprache der Liebe.